Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur Bergmanns Woche. Es ist viel, viel Zeit vergangen, als ich das letzte Mal die Kamera in der Hand hatte. Wir hatten letzten Sonntag keinen Vlog, da habe ich kein Video gemacht, aus besagten Gründen. Ich hatte es ja dann in den sozialen Medien ein bisschen geschrieben, dass ich einfach eine extrem lange Arbeitswoche hatte. Ich habe komplett im Büro gesessen, habe Krankenersatz gemacht. Und da ist es abends immer sehr spät geworden. Ich hatte noch den Dienstag und Donnerstag mit meinen Kids, die ich auch genießen wollte. Das Wochenende hatte ich aber auch mit den Kids, was ich auch genießen wollte. Das war nämlich auch ein komplettes Fastnachtswochenende. Klar, das war das Wochenende vor dem Fastnachtsdienstag, also das Fastnachtswochenende überhaupt. Das heißt, da war Freitag Action, Samstag Action, Sonntag Action. Ging dann aber auch nahtlos weiter. Am Rosenmontag hatte ich abends einen Eröffnungstanz, will ich mal sagen, von der Veranstaltung. Am Fastnachtsdienstag hatten meine Kids dann mittags nochmal einen Auftritt an einem Kindermaskenball. Also wie gesagt, es war die pure Action, noch dazu auf der Arbeit pure Action, und da hat sich es einfach nicht ergeben und ich hatte einfach überhaupt gar keine Zeit, die Kamera in die Hand zu nehmen und euch irgendwas zu zeigen oder irgendwas zu erzählen. Und Karneval hatte ich ja schon im letzten Vlog ein bisschen was gezeigt von meinen Kids. Alles, was ich jetzt nochmal hätte filmen können an den anderen beiden Wochenenden, wäre immer wieder dasselbe gewesen. Deswegen habe ich mir das erspart. Und euch. Und auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ich auch in dieser Woche wieder ins Büro musste. Das heißt, auch hier habe ich wieder nicht geschafft, die Kamera aktiv zu benutzen. Wie gesagt, letzten Dienstag hatte ich dann nochmal mit den Kids. Am Mittwoch sind diese dann in Kur gefahren. Das heißt, sie sind jetzt für 3 Wochen weg. Dementsprechend wollte ich dann also auch an dem Dienstag und an dem Mittwoch nichts filmen, weil ich da einfach zu viel zu tun hatte. Heute ist Donnerstag, der ist allerdings auch schon wieder vorbei. Ich hatte nämlich jetzt mal die Chance, Gott, ich sehe aus, als wäre ich krebsrot irgendwie, ne? Da habe ich ein bisschen die Farbe falsch eingestellt. Auf jeden Fall hatte ich heute zum ersten Mal die Chance, als ich nach Hause kam, noch ein bisschen Homeoffice gemacht, ein bisschen vorbereitet für morgen, wo ich ja dann wieder ins Büro muss. Heute hatte ich den ersten Außendiensttag mal wieder in der letzten 2 Wochen. Und dann habe ich es aber auch mal genossen, um 7 Uhr auf die Couch zu fallen. Allerdings ist meine Waschmaschine kaputt. Es muss ja immer irgendwas sein beim Bergmann. Die Heizung scheint kaputt zu sein. Laut Fehlercode ist die Heizung kaputt oder irgendwas. Irgendein Teil der Heizung sozusagen. Ja, jetzt muss ich morgen da anrufen. Ist ein Garantiefall. Das Ding ist erst 1,5 Jahre alt. Also haben wir noch ein bisschen Garantie drauf. Das muss ich dann morgen klären. Das heißt, jetzt stapelt sich die Wäsche erst so richtig. Ich hatte natürlich die Woche auch einen Halbmarathon im Wäschewaschen sozusagen hinter mich gebracht. Und habe jetzt aber schon wieder die Kiste voll. Das heißt, das hatte ich eigentlich vor, heute noch 2, 3 Maschinen zu waschen. Und morgen dann nochmal 1 oder 2. Dann wäre ich nämlich fertig gewesen, aber Pustekuchen. Ne? Maschine kaputt, Plan im Eimer. Ansonsten überlege ich jetzt gerade ganz scharf, dadurch, dass ich ja morgen wie die nächsten beiden Wochenenden auch ein kinderfreies Wochenende habe, morgen will ich halt ein bisschen Wohnung putzen, aber ich überlege, ob ich nach der Arbeit morgen zu Ikea fahre. Ich will mir nämlich was angucken. Ich habe da nämlich so einen kleinen Plan im Kopf. Und das Problem ist aber, weiß nicht, ob ich die Kamera mitnehmen soll. Ne? Wie sieht das aus? Ich meine, die Kamera, gut, ich kann das Mikro oben abschrauben, aber die Kamera ist natürlich sehr groß. Ja? Mit so einer riesen Kamera durch Ikea zu laufen an einem Freitagnachmittag, da wirst du natürlich schon ein bisschen komisch angeguckt. Ne? Und am Ende kommt noch ein Mitarbeiter und sagt, bitte machen Sie nichts Fotos von dieser Lage. Ich weiß es nicht. Deswegen überlege ich ganz scharf, ob ich die Kamera tatsächlich mitnehmen soll oder nicht. Aber dann hätte ich wenigstens noch etwas, was ich euch zeigen kann. Weil morgen ist nämlich schon Freitag. Und danach kommt der Samstag, für den ich übrigens nichts geplant habe, mich vielleicht einfach mal chillen will. Dann wird es ein ziemlich dünnes Video, muss ich sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt nochmal die Kamera und quatsche nochmal 4 Minuten 29, was ich jetzt erledigt habe, damit ich wenigstens ein bisschen Filmmaterial habe. Und deswegen sage ich jetzt tschüss, ciao, gute Nacht. Schauen wir, wie ich mich dann morgen entschieden habe, ob ich euch mit zu Ikea nehme oder nicht.
So, Kumpels, ich bin jetzt angekommen bei IKEA. Es ist 18.05 Uhr. Ganz intelligente Idee. Freitags 18.05 Uhr zu IKEA fahren. Der Parkplatz ist natürlich gerammelt voll, aber morgen ist es noch schlimmer. Da hatte ich eigentlich keine Lust drauf. Gab ein bisschen Verzögerungen heute bei mir. Ich hatte nämlich mein Portemonnaie vergessen. Das heißt, ich konnte nicht direkt nach der Arbeit. Also bin ich nach Hause gefahren. Dann habe ich erstmal meine Briefe durchgelesen. Dann musste ich ein bisschen was im Internet nachvollziehen. Dann ist ja meine Waschmaschine kaputt seit gestern. Wird auch erst am nächsten Donnerstag repariert, beziehungsweise kommt dann erst ein Techniker. Das heißt, ich muss ja dann noch meine ganze Wäsche zusammensuchen und zu meinen Eltern bringen, dass meine Mama das schön waschen kann für mich. Oder muss, leider, ja, tut mir ja auch unheimlich leid. Ja, dann bin ich natürlich noch mit dem Hund gegangen, dann war es schon fast 5:30, dann habe ich dem Hund auch gleich noch was zu fressen gemacht, da hat mein Nachbar mich noch angeschrieben, dem muss ich nämlich nochmal helfen. Das heißt, wenn ich nachher nach Hause komme, muss ich auch nochmal bei ihm vorbei und ihm da ein bisschen beraten sozusagen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich jetzt erst um 18.06 Uhr hier auf dem Parkplatz von IKEA gelandet bin. Und ich habe jetzt beschlossen, ich hatte ja gestern überlegt, ob ich euch mit reinnehme oder nicht. Und ich muss sagen, da die Kamera ja schon relativ groß ist, ich habe ehrlich gesagt auch gar keinen Bock, sie mit reinzunehmen, weil ich das nicht die ganze Zeit tragen will. Und wenn so viel los ist wie jetzt, dann kannst du die Kamera auch nicht mal so ins Regal stellen und dran vorbeilaufen, damit es so coole Aufnahmen gibt. Aber natürlich auch ein bisschen, weil ich mich nicht traue. Ne? Weil dann läufst du mit so einer riesen Kamera rum, wo die Leute schon denken, spinnt der? Was macht der hier mit einer Spiegelreflexkamera bei IKEA? Will der jetzt hier alles abfotografieren? Was ja auch den IKEA-Mitarbeitern sicherlich nie so recht sein wird. Ja? Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich werde jetzt die Kamera hier verstecken und werde euch im Auto lassen. Also, holla die Hobel später. Guten Morgen, Kumpels, es ist Samstag und damit schon eigentlich der letzte Vlog-Tag. Ich habe ja nur gestern ein kleines bisschen gefilmt, als ich ja schon auf dem Weg war zu IKEA oder ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall wird es ein wahrscheinlich relativ kurzer Vlog und wie ihr gerade eben gesehen habt, bin ich mit dem Wohnungsputz eigentlich fertig, habe ein kleines bisschen umdekoriert, habe hier oben diese Weinkiste, die ich an Weihnachten, kurz vor Weihnachten schon bekommen habe, habe ich jetzt endlich einen geeigneten Platz gefunden und eine Möglichkeit, das festzumachen. Da habe ich jetzt mal schön schnell an die Wand gedübelt und im Bad ein bisschen Gedöns auf die Fensterbank gestellt. Also ja, ein kleines bisschen umdekoriert. Ich habe die komplette Wäsche weglegen können, die ich die ganze Woche angesammelt habe.
Und das Kinderzimmer ein bisschen aufgeräumt, da sah es ziemlich wild aus. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eigentlich nochmal durchsagen, weil hier schon wieder Hundehaare liegen. Der Hund haart wie ein kanadischer Bigfoot. Aber da überlege ich jetzt ernsthaft, ob ich das jetzt noch mache oder ob ich es später mache. Dann hat sich noch eine Kleinigkeit ergeben. Ich habe mein altes iPhone 6S zum Verkauf angeboten. Und da hat sich jetzt jemand gefunden, der das gerne hätte. Und der wohnt glücklicherweise auch zwei Ecken weiter. Also schon in 1-2 Käfer weiter. Aber nicht wirklich weit. Er hat kein Auto, also bringe ich ihm das Ganze. Das heißt, ich werde jetzt das alte iPhone nochmal komplett aufladen, werde es dann auf Werkseinstellung zurücksetzen und dann kann ich das ihm noch bringen. Und dann habe ich nur noch eine Kleinigkeit zu erledigen und dann hätte ich es geschafft für diesen Samstag, was die Arbeiterei angeht. So, Kumpels. Ich mache gerade Kaiserschmarrn. Und eins sei euch gesagt, wenn ihr vorher die Butter weglasst oder einen Tropfen Öl, dann wird es eine ganz, ganz hässliche Geschichte. Ja? Nicht, dass ich das jetzt gemacht hätte. Ne? Das ist natürlich ganz anständig gemacht. Aber wenn man das jetzt weggelassen hätte, wäre es blöd. Ja? So, ich war jetzt unterwegs, habe mein Handy verkauft, habe jemanden gefunden, der mein iPhone gekauft hat. Gab ein bisschen sprachliche Probleme, aber wir haben uns dann mit Händen und Füßen verstanden. Und als ich die Fesseln dann wieder gelöst hatte und abgehauen bin, dann habe ich noch ein bisschen meinen Nebenjob gemacht, halbe Stunde. Und das war's. Dann habe ich noch Kippen geholt und jetzt bin ich endlich wieder zu Hause. Das mit der Fußball-Bundesliga schauen um 15:30, das hat jetzt gepflegt nicht geklappt. Moment, Alexa, Musik aus. Das hat jetzt ganz dezent nicht geklappt. War das jetzt ein bisschen zu angeberisch mit dem Alexa? Glaub schon. Ja. Aber egal. Und auf jeden Fall, kleinen Moment. Und auf jeden Fall bin ich jetzt wieder zu Hause, werde jetzt den Kaiserschmarrn mit Puderzucker genießen. Dann werde ich mich definitiv auf die Couch legen, denn die Ellie sitzt da schon und die freut sich schon, wenn ich jetzt endlich mal zu ihr komme. Was ich dann noch mache, ist eine gute Frage. Ich glaube, dann werde ich mich mal an den Videoschnitt begeben und mal schauen, ob ich wenigstens 10 Minuten rauskriege dieses Mal, weil viel mehr gibt es für heute nicht mehr zu sagen. Achso, ich habe auch noch Feuerholz geholt. Das heißt, ich habe jetzt wieder 2 Säcke voll, die ich hier schön verfeuern kann. Aber ansonsten wird das ein relativ ruhiges Wochenende. Ist ja schon fast 5 Uhr und wie gesagt, wenn ich dann jetzt ein bisschen gechillt habe und heute Abend noch ein bisschen das Video geschnitten habe und fertig gemacht habe, kann ich es über Nacht online stellen, dass es dann morgen bis spätestens 18 Uhr pünktlich drin ist und veröffentlicht werden kann. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass es dieses Mal ein bisschen weniger war, obwohl ich eigentlich versprochen hatte, es gibt wieder einen Vlog. Gibt es ja auch, aber eben in der Kurzversion. Und jetzt sollte dann ab Montag, beziehungsweise schon ab dem morgigen Sonntag, endlich wieder Ruhe einkehren. Und dann habe ich auch wieder Zeit und Muße, Videos zu drehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, macht nichts. Und würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert für all diejenigen, die das noch nicht gemacht haben. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ja. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag um 18 Uhr zur gewohnten Zeit. Dann auch wieder in gewohnter Länge, 15 bis 20 Minuten. Ich wünsche euch was und bleibt mir nur noch eins zu sagen. Tschüss, ciao, macht's gut, euer Bergmann. Ich werde jetzt den Kaiserschmarrn mit Puderzucker genießen und dann werde ich mich definitiv...